Hi, schön, dass du da bist zu einem einer verspäteten Sneak Peek. First Look, wir schauen in ein Kit von Diamond Adlab rein, das letzten Samstag erschienen ist. Ja, und das jetzt bei mir angekommen ist. Ich hätte es euch vorab zeigen dürfen, aber es hat nicht sollen sein. Und zwar ist es wieder ein Margaret Morales. Ja, oh Mann, nicht gut für unsere Geldbeutel, was mit Adlab daran tut. Zumindest nicht für Margaret Morales-Fans. Eckige Steinchen, wie wir sehen. Und es ist nämlich Inside Watery Eyes. Margaret Morales, eckige Steinchen. 55,8 mal 70 cm. Und ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft ist gerade. Schaut rein. Wenn es ausverkauft ist, E-Mail unten rein. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es gestockt wird. Und damit Adlab zieht, glaube ich, auch ein bisschen Informationen draus. Wie oft Leute sich benachrichtigen lassen und wie oft dann auch Leute, die sich benachrichtigt haben lassen, kaufen. Das ist alles statistisch mit einberechnet, ob so Kits ja gestockt werden, ob sie wiederkommen und in welcher Priorität natürlich auch, unter anderen Faktoren. Weil, überlegt mal, damit Adlab bringt jede Woche 6 bis 8 Bilder raus, die Lager sind, ne? Da müssen natürlich auch Bilder wieder gehen. Manchmal auch so direkt nach Erscheinung. Damit hat er letztens einen Post in der Facebook-Gruppe gemacht, in der VIP-Gruppe, in die du übrigens reinkommst, sobald du Kunde bist. Dann kannst du in die Damit Adlab VIP-Gruppe eintreten. Würde ich absolut empfehlen. Kannst du Umfragen für neue Kits mitmachen, was so erscheinen soll. Es gibt Rabattcodes, die echt gut sind und so weiter und so fort. Musst aber die E-Mail-Adresse nehmen, die du für deinen damit Adlab-Konto auch nimmst. Sonst erkennen sie nicht, dass du das bist, dass du schon Kunde bist. Wenn du eine andere E-Mail-Adresse bei Facebook hast, dann schreib einfach das Support-Team an von Diamond Adlab und die kümmern sich. Ne? Nur falls du da Schwierigkeiten hast, reinzukommen. Also, das bekommen wir wie immer, unser Kit, Toolkit und den Aufkleber. Übrigens, apropos Rabattcodes, immer einen benutzen, wisst ihr ja. Und wenn du neu bei Diamond Adlab bestellst, also noch nie da bestellt hast, dann kannst du für deine allererste Bestellung jetzt bei mir sogar 20% kriegen. Für deine allererste Bestellung. Wenn du den nicht nutzen möchtest, dann nutzt irgendeinen anderen. Es gibt ja noch ganz viele Creator, die auch Rabattcodes draußen haben. Egal wie, Hauptsache du nutzt ihn. Zahlt sich den vollen Preis. Und danach, wie gesagt, am besten in die VIP-Gruppe eintreten. Da gibt es auch Rabattcodes. Und hier auf der Leinwand ist einer. Und auf der Box ist ein 10%. Also es gibt immer irgendwas zum Sparen. Warum fummel ich jetzt hier dran rum? Das weiß keiner. Wir haben unser Toolkit wie immer mit allem, was wir brauchen: Stift, Schiffchen, Coverminder und Washi-Tape, ne? Mehrfachsetzer, Washi-Tape, Delfin-Coverminder, Wachs, Schiffchen mit Stopper und weil es eineckiges Kit ist, auch eine Pinzette und unsere Zipptütchen, in die man Reste reinmachen kann oder bei Kits mit nicht so vielen Farben auch direkt drin abkitten kann. Also einfach loslegen. Damit. Ne? Im Grunde genommen ist das für den Anfang alles, was du brauchst. Sticker kommt bei mir auf die Box, damit ich sehe, welches Kit wo rumfliegt. Und hier, nein, Lager, die fliegen bei mir nicht rum. Und hier haben wir das, worauf es ankommt. Und da gucken wir jetzt sofort mal. Ja! Ich wundere mich immer, dass manche so rum, andere so rumgerollt sind. Habt ihr das auch schon mal? Beim letzten, das ihr ausgepackt habt, ist von unten, jetzt wieder von oben. Keine Ahnung. Also, wir haben hier unsere Leinwand und es ist wieder ein schönes, nicht so breites Format. Ach du meine Güte. Moment, ich mache gerade mal direkt so, damit es ein bisschen besser flach liegt für euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, in den Augen spiegelt sich das Wasser. Hoi! Heureka! Leute! Ja! Hier ist Anleitung, da ist auch nochmal ein Gutscheincode drin, wie gesagt, VIP-Gruppe Tipps und Tricks. Ich habe auch Tipps und Tricks Playliste bei mir, verlinke ich euch unten und im i, wenn ich dran denke. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr da was braucht. Das ist das Bild im Original. Das ist ja schon geil. Ne? 55 gemacht mal 70. 59 Farben und was für welche. Wow. Wir haben 3 Abys, unter 150 ist bei Diamond Adlab für Abys, also Aurora Borealis Steinchen benutzt. Ich zeige hier nachher, wie die aussehen und auch wo sie hinkommen.
Und dann haben wir hier die 6010. 6000, da gibt es in der DMC Farbrange eigentlich nicht. Damit Adler produziert die Steinchen selbst. Und hier haben sie dann eine neue Farbe erfunden. Also alle 6000 Leute sind im Moment noch damit Adler exklusiv. Mal gucken. Und ich sehe schon, wo sie ist. Hier als Hautfarbe ist sie nämlich im Gesicht genutzt worden. Mega. Und dann haben wir zwei Felders Diamonds. Ne? Hier ist nämlich ein Z davor. Z993 und Z3746. Und das sind Felders Diamonds bei Diamond Adler. Und auch da schauen wir uns an, wo die gleich, nicht gleich, wo sie hinkommen. Gleich schauen wir uns das an. Hier sind nämlich die Steinchen. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Leinwand. Hier unten haben wir mal wieder alle Informationen, die wir zu dem Kit brauchen. Unter anderem, wie gesagt, auch die, kennt ihr von mir, wisst ihr, die Lizenzrechte. Wichtig, Margaret Morales hat Geld dafür gekriegt, dass ihre Kunst hier als Diamond Art, Diamond Painting an uns verkauft wird und damit Adler mit uns Geld verdient. Das ist super wichtig, ja? Weil die Künstler sind die, die uns diese Artwork bieten, die ihr Herzblut da reinsetzen, damit wir so tolle Sachen genießen, painten können oder eben als Poster an der Wand haben oder. Also wichtig, sonst gibt es das bald nicht mehr. Hier haben wir Social Media Kanäle von Diamond Art Lab. Siehst du, was samstags erscheint? Einer der besagten Rabattcodes. Und hier die lebenslange Garantie auf Steinchen und Leinwand. Wenn irgendwas ist, du hast ein Montagskit erwischt, irgendwas stimmt mit deinem Kit nicht, du hast Probleme, dir fehlen Steinchen, die sind Steinchen runtergefallen, es klebt nicht. Irgendwas, schreib den Support an. Ja, dafür sind sie da. Und sind die nämlich auch bald arbeitslos. Nein, Tatsache, ne? Wir zahlen ja viel Geld für die Kids und es gibt diese Garantie. Und auch wenn dir oder deinem Kind, deiner Katze, was auch immer, die Steinchen runterfallen und du sagst, ach, ich bin schuld, ich hätte abschließen sollen oder irgendwas, und du hast es selber mit dem Ärmel runtergerissen, schreib damit Adler an. Ne? Du hast diese Garantie, du kriegst Steinchen nachgeliefert, bis zu 8 Farben, glaube ich. Ne? Da nicht scheu sein. Und das geht auch auf Deutsch. Ihr könnt ja auch auf Deutsch schreiben. Wow. Die Fische, die Hand, die Eigens. Das ist auch ein bisschen spooky. Das ist jetzt ein bisschen was von einer Unterwasserleiche. Das ist so ein bisschen spooky hier. Die Augen sind nämlich super spooky. Die Augen sind super spooky. Aber die sind hier auch so. Wow. Wir sehen hier, dass es sehr, sehr feines Gemälde ist von Margaret Moore. Das hat sowas von Wasserfarben, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, mit was für einem Medium sie malt. Aber sehr, sehr fein. Und das ist wirklich die Angst gewesen, dass Diamond Art Lab das nicht hinkriegt. Was ja bisher fertige Bilder, andere von ihr gesehen hat bei Diamond Art Lab, toll. Und ich glaube auch hier, es sieht richtig plastisch aus. Und das, obwohl das hier Color Blocking ist im Gesicht, sieht es richtig plastisch aus, weil hier tatsächlich geschadet wurde, sozusagen. Also Shading, wie wenn man sich schminkt, ne? Wow, ich bin sehr gespannt. Der sieht lustig aus. Die Goldfische. Die Farben sind genau meins. Ne? Ich stehe auf Blau und Teal und Türkis. Und hier haben wir die Farben auch. Ich wurschtel die hier raus. In der Zeit guckst du dir nochmal das Bild von Namen an und wir gucken uns die Farben hurtig an und dann, wo die Felders hinkommen und die APs. Ich bin sehr gespannt. Also, bis gleich. Mega. Richtig gut. Richtig gut. Und zwar haben wir die 6010 gleich am Anfang. Das ist die Farbe, von der ich gesagt habe, dass sie eben neu ist. Das ist die Farbe. Ich mich jetzt nicht täusche. Nee, tue ich nicht. Das ist die Farbe, die ins Gesicht kommt. Das ist aber. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil.
3836, 340, oh, 3765, ich liebe es. 3842, die 3833, 3841, zweimal. Oh, da ist einer. Wo denn her? Hm? 3747, zweimal, auch super schön pastelliges Lila. 519, schön knalliges Hellblau. 155, 3326 und der erste AB. Aurora Borealis Sternchen, die haben so eine Beschichtung, die an die Nordlichter erinnert, daher auch der Name. Die irisieren so, also spiegeln das Licht hier in den Regenbogenfarben wieder. Und damit kann man richtig coole Effekte machen und ich bin gespannt, wo der hier hinkommt. Ich habe ja schon so eine Ahnung. Wir schauen uns das gleich, wenn wir die Farben angeguckt haben, zusammen mal an, wo der auf dem Bild hinkommt. 518 zweimal, ein schönes Türkis. 803 und noch mehr Türkis, 3760. Türkis, Grün, Thiel, was auch immer, ich liebe es. Machen wir mal weiter. So. 3756, dreimal. Das ist so ein ganz helles Minzgrün. Und dann kommt pastellig die 610, haben wir doch gerade gehabt. Was soll denn das? Hä? Hä? Was sind wir denn? Na, guck mal an. 6.010, zweimal und... Moment mal. Also, ist das die gleiche... Ist das nicht die gleiche Farbe? Bin ich jetzt... Also, ich meine, ich bin ja nicht... Das ist doch nicht die gleiche Farbe. Das ist nicht der gleiche Roséton. Siehst du das? Okay. Das gilt es aufzuklären. Das ist nicht der gleiche Roséton, tatsächlich. Das sind zwei verschiedene. Okay, da müssen wir mal investigativ recherchieren. 3756, ein anderes 6010, 341 zweimal, die 963 zweimal und das roteste Rot, das wir überhaupt haben, die 666, ist auch hier wieder vertreten. Ich bin gespannt, wo die hinkommt. Moment mal. Das haben wir gesehen. Bin ich ganz durcheinander hier. Kannst ja doch mit mir nichts machen. Ja, dann haben wir die 3835, 225, 3832, 3727, die 133 ist der nächste EB. Das ist so ein Orange. Und da gucken wir gleich, wo es hinkommt. 311, 3687, 817, Z. Der erste Felders Diamond, Z3746. Wir sehen hier, da ist so eine leichte Glitterbeschichtung auf den Steinchen. In den Steinchen drin, also die geht auch nicht ab. Ne? Die kommt euch nicht entgegen und alles ist voll Glitter, nein. Ganz, ganz sanfter Effekt mit diesen Felders Diamonds und das hier ein Lilaner. Schauen wir auch hin, wo die hinkommen gleich. 3688, 554, 553, 991, 3803, 3831, 3814, 316, 3041, 740 und die 552. Tolles Orange. Und last but not least haben wir hier noch eine Schlange. Der nächste Felder ist die Z993 in ja, Türkisgrün. Schön. 3808, 992, 126 in Lilana LB. Die 333, 3340, 823, 498, 741, 224, 814, 3726, 3341, 927, 3802, 310, ein bisschen schwarz, 327, 608, 742, die 152. Das sind sie, unsere Farben. Wir haben viel Blau, ein bisschen Grün und natürlich die Orangetöne für die Fischchen. Das macht es auch, finde ich, aus, das Bild. Ne? Diese Farbkombi und diese Farbkleckse durch die Fische, durch die Goldfische. Und ich bin jetzt gespannt, wo die Sondersteinchen hinkommen. Hier haben wir sie, unsere drei EBs und zwei Fairy Dusts. Superschön, oder? Hm. Tolle Farbrange. Und spiegelt halt auch die Farben wieder, die wir hier hauptsächlich haben. Blau fehlt noch, hellblau. So. Die ABs. Wir fangen mit dem Weißen an. Der ist immer am einfachsten zu finden, würde ich mal behaupten, in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Und zwar haben wir den hier an den Flossen von dem Fisch, hier, hier im Haar, hier im Haar, hier zwischendrin, hier auf den, dem Fisch hier oben, hier ein bisschen zwischendrin, in den Augen ein bisschen und ein bisschen oben drüber, hier im Fisch, hier hinten die Flosse da, hier, hier ein bisschen und in dem Fisch hier auf der Flosse, als auch hier ein wenig. Das ist der weiße Ebi. Dann haben wir unseren fliederfarbenen Ebi, das ist die 126, da haben wir nicht so viel von. Und das ist die 1 als Symbol. Und den habe ich tatsächlich jetzt nur hier oben gesehen, gerade hier. Und hier ein bisschen, hier. Das ist die 1, ich glaube, das, was? Nee, hier oben noch, hier noch ein bisschen. Das müsste es gewesen sein. Genau, der Beutel ist ja auch nicht so groß, da ist nicht so viel drin. Die orangenen Ebis sind, würde ich behaupten, leicht zu finden. Ne? Das ist die 2 und die haben wir hier im Fisch, hier oben, in den Lippen nicht, hier in dem Fisch, das Orangene, hier vorne, hier in dem Fisch und natürlich auch in dem Fisch hier, überall am Kopf. Und hier sind so ein bisschen. Das waren die Ebis und jetzt kommen unsere Fairy Dust Diamonds. Wir haben einmal diesen ja, Aquatil, eigentlich schon türkisfarbenen. Und das ist das Herz als Symbol. Den haben wir hier, hier ein bisschen. Ne, in diesen Seerosenblättern, die hier wachsen. Kelp, was auch immer es ist. Ich glaube, es sind Seerosenblätter. Hier, hier ein bisschen. Hier, 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 da, hier oben und hier hinten auch. Der Fairy Dust. Und dann haben wir noch den lilanen Fairy Dust. Und der lilane Fairy Dust ist das schwangeren Zeichen, also ein Strich mit so einer Kugel voll dran. Das haben wir hier in den Augen tatsächlich. Da und da. Hier drüben ein bisschen. Hier, hier in den Haaren. Überall in den Haaren. Haar und Wasser ist ja da alles eins. Hier, hier, hier unten ein bisschen. Und hier. Und hier auch. Ach, vor allen Dingen in den Augen. Mega. Richtig gut. Das waren unsere Fairy Dust und unsere ABs. Ich finde es mega. Das ganze Bild ist sehr viel Konfetti. Also hier außenrum ist super viel Konfetti. Wir müssen oft die Farbe im Stiftchen wechseln. Hier haben wir zum Beispiel im Gesicht Color Blocking. Durch dieses Shading, also wie man sich schminkt, ne, hier, denke ich aber, dass es sehr plastisch aussehen wird. Das tut es jetzt schon. Ich bin wahnsinnig gespannt. Die 49, 50 Farben muss man aber wirklich im Wechsel haben. Wir haben ja gesehen, wir haben auch von nichts außer von der 610 zwei Beutelchen. Und die waren ja, wie gesagt, auch unterschiedlich, meiner Meinung nach, vom Farbton. Ich habe Diamond Art Club jetzt mal angeschrieben. Hi, Katrin aus dem Schnitt hier. Und ich habe Antwort von Diamond Art Club. Und zwar kann das mal passieren, nur die Steinchen sind aus zwei verschiedenen Mischchargen. Und sie schicken mir jetzt zum Beispiel die bei dem passenden Shade, also die passende Nuance zu von der 6010, damit ich das Bild machen kann und damit sich das nicht mischt, weil es ist ja hauptsächlich Color Blocking in dieser Farbe. Das würde sofort auffallen. Wenn es bei euch auch so ist, dann einfach den Support anschreiben und sie schicken euch die passende Farbe. Das ist nicht dieses Bild wahnsinnig toll. Also die, es ist ja Inside Watery Eyes, ist getroffen, absolut. Margaret Morales. Auf den Kopf und vor allen Dingen das Rendering. Toll. Richtig toll. Also Hut ab, Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Diamond Art Lab das hinkriegt, Margaret Morales so zu rendern, dass es noch Margaret Morales ist sozusagen, weil dieses Weiche ja, das ist, worauf es ankommt bei ihr. Ich bin gespannt, wenn ich endlich mal eins mache. Ich habe jetzt 3 hier und noch keins gemacht. Mal sehen. Was ist deine Meinung? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn du mir einfach nur zeigen willst, dass du hier warst und keinen Bock hast, was zu schreiben, dann kannst du auch einfach mal so einen Goldfisch. Gibt es da einen Goldfisch bei den Emojis? Ja, einen Goldfisch hinterlassen. Wenn es keinen Goldfisch gibt, dann einen anderen Fisch. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Kannst du hier unten nachholen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Komm hier ins Chaos-Team, wir freuen uns. Es ist viel Diamond-Painting-Kram und Chaos. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich beim Rausgehen. Bitte da lassen, klar. Und
Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, passt so gut auf dich auf und bleibst immer schön entspannt. Aufregen lohnt sich nicht, weißt du ja. Bis dann. See ya.